Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Test auf meinem Kanal. Wir testen heute Jigsaw Puzzle Generation. Kurze Eckdaten. Veröffentlicht wurde es am 4. April 2019. Ist familienfreundlich, ist halt ein Rätselspiel, wie man ja sieht hier, ne? Puzzle. Wollte einfach mal gucken, was das ist. Ich kann mir das so gar nicht richtig online vorstellen, aber wer weiß. Es ist kostenlos, allerdings hatte ich schon gesehen, es gibt einen Haufen DLC zu kaufen. Ich glaube, das größte Bundle, was ich gesehen hatte, waren bei 400 Euro oder so. Wo ich mir auch so denke, Halleluja. Der Entwickler ist Flatcat Games und auch der Publisher ist Flatcat Games. Und die Beschreibung sagt, wenn du Puzzles magst, ist Super Jigsaw Puzzle Generation genau dein Spiel. Mache Puzzles, nutze dabei die komfortable und intuitive Oberfläche und genieße die entspannte Musik. So kannst du dich auf die knifflige Aufgabe konzentrieren, diese wunderschönen Bilder zusammenzusetzen. Ja. Daher gucken wir mal, ob das so intuitiv ist, weil persönlich war wieder mal das Problem, was ich immer wieder bei Spielen habe. Die Musik war wieder auf alles, auf volle Pulle gesetzt. Wo ich mir manchmal auch so denke, Leute, macht das doch bei 10% oder so. Größer machen kann man es immer noch. Oder höher machen kann man es immer noch. So, hier haben wir Optionen. Okay, die können wir ein- und ausblenden. Das sind also nur Optionen. So, was ist das denn hier? Was ist hier jetzt? So, das sind Statistik, platzierte Stücke, Puzzles abgeschlossen, erhaltene Münzen, gebrauchte Münzen, was auch immer, was man auch immer damit machen kann. Anzahl der Teile, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wir gucken mal jetzt hier von vorne rein. Okay, das sind alles DLCs. Das finde ich ein bisschen also dass man dann kostenlos macht. Jetzt ist die Frage, wie viel ist kostenlos und wie viel ist jetzt in diesen DLCs enthalten. Na? Es gibt also unzählige DLCs. Jetzt ist die Frage, ist in dem DLC nur dieser Bär drin? Sind da mehr drin? Weil, keine Ahnung. Was ist das hier? Oh, wir können Münzen verdienen und mit den Münzen können wir schon mal neue Puzzles freischalten. Das ist auch schon mal, zumindest kann man es anscheinend irgendwie verdienen. So, dann würde ich sagen, Free Use. Oh, hier steht sogar die Anzahl der Puzzles drin. 800, ach du heiliger Bimmern. Okay, gut, es gibt anscheinend, ja doch, es gibt einiges an Puzzles. Einige kosten dann auch wieder was an Münzen. Okay, die Frage ist natürlich, wie viel Geld verdienen wir oder wie viel Münzen verdient man mit einem Puzzle. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal rein, welches Puzzle gefällt mir persönlich denn jetzt im ersten Moment. Wo ich sage, wir machen mal eins von den oberen, würde ich einfach vorschlagen. Und ich finde, diese Blume sieht doch nice aus. Viel Spaß. Wir machen natürlich, wir können das auch runter reduzieren auf 60. Okay, das finde ich gut. Wir können also bestimmen, wie viel Teile wir haben. Wir machen mal 60, mal gucken. Klicken Sie mit der mittleren, was? Mit der mittleren Maustaste? Welche mittlere Maustaste? Okay. So, wie man natürlich beginnt, hätte ich gesagt, hier kann man das irgendwie... Suchen wir uns natürlich erstmal alle Randstücke raus. Kann man das drehen? Aha. Okay. Die Frage, die sich mir jetzt hier stellt, sind die Randstücke schon alle vorgegeben? Sprich, dass ich wirklich sagen kann, das ist da, das ist hier, das ist da oben. Das würde mich jetzt mal interessieren. So. Nope. Aber ich mache es erstmal so, wie ich es meistens mache, wenn ich puzzle. Ich gucke, dass ich erst einmal
alle Eckteile zusammenbekomme. Warum auch immer, das hat sich so bei mir ergeben. Ich glaube, dass das Prinzip kennt der Großteil, dass man erstmal die Ecken machen und das sind 60. Jetzt überlegt man, das sind gerade mal 60, die wir jetzt hier haben. So, jetzt haben wir die Seite durch. Können wir das hier auch rüberschieben? Perfekt. So. Ich habe nur keine Ahnung, wie man dreht. Warum wackeln hier manche? Kann mir das mal einer erklären? Du wackelst. Warum? Warum wackelst du? Die Frage ist, können wir irgendwie die Puzzles drehen? Oh, wir können ranzoomen. Okay. Ah, okay, sie sind vermutlich nicht in der richtigen Reihenfolge. Interessant. Denn wir können sie drehen. Okay. Dann holen wir doch erstmal noch die restlichen Eckteile. So. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas zusammenzimmern können. Also das sieht ja schon mal aus, als wenn die, oder auch nicht. Interessanterweise habe ich noch nicht jede Ecke gefunden. So. Ah, guck mal einer an. Da haben wir doch schon mal das erste Teil. Ich kann mir vorstellen, für Puzzle-Liebhaber ist das wirklich was. Also, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Puzzle-Liebhaber das durchaus gut finden. So. Nope. Halt. Sieh mal einer an, da haben wir wieder eins gefunden. Da haben wir noch eine Ecke. Ja, wir haben das Bild jetzt nicht mehr vor Augen. Das ist, was mir jetzt fehlt, so ein bisschen. Dass ich das Bild vor Augen habe, um wirklich sagen zu können, ja, pass auf. Das ist, das wird so dann nicht auf jeden Fall nicht passen. Okay. Also das Bild fehlt mir wirklich. Weil anhand alleine des Bildes kann man so viel schon zuordnen, ohne dass man immer alles sieht. Ne? Man weiß, man wüsste zum Beispiel jetzt, wo die Ecken sind. Also man hätte vielleicht einen Screenshot machen sollen. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt hier richtig ist oder ob das irgendwie anders hingehört. Ne? Das ist halt das Problem. Aber es sieht fast richtig aus. So. Machen wir noch eine Ecke. Das sagt, also ich gehe davon aus, dass wenn es wackelt, er mir sagt, dafür gibt es Gegenstücke. Und das glaube ich sogar, dass es dafür Gegenstücke gibt. Passt das? Kann das sein? Weil ich würde das ja fast mal so sehen, ne? Bin mir nicht sicher. Pack dich mal hier hin. Na gut, wir müssen ja für alles mittlerweile eine Art Gegenstück haben. So, kann man das jetzt irgendwie... Das könnte ich jetzt auch hier reinpacken? Nee, könnte ich nicht, okay. Gut. Ja, wenn wir das Bild hätten... Das... Warte mal, kann man das hier irgendwo einblenden? Da können wir es einblenden. Oh, sehr schön. Das ist gut, denn das sagt mir aus, dass du... hier bist. Also das ist diese Ecke hier. So viel steht schon mal außer Frage. Oh! Wenn ich es richtig platziere, macht das auch noch Bing Bing.
Gut zu wissen. So. Das würde ich tatsächlich hier hinpacken. Okay, er rastet es dann sogar ein. Das ist, dann kann man ja wirklich jede Ecke eigentlich nehmen und erstmal die Ecken wirklich einrasten lassen, wenn ich jetzt die andere Ecke finden würde. Ja. Das ist gut. Okay, das finde ich wieder, ja. So. Irgendwo hier kommt das dann hin. Müssen wir gleich noch schauen. So, haben wir denn jetzt alle Ecken? Ich glaube, wir haben alle. So, jetzt müssen wir suchen. Was jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so schwer fallen wird, weil jetzt müssen wir wirklich nur noch suchen. Jetzt machen wir das Bild. Kann man auch wieder wegblenden. Perfekt. Das ist gut. Wir brauchen eins mit Double. Das nicht. Das auch. Das könnte das sein, ne? Ja. Sehr gut. So. Nee. Das passt da nicht. Okay. Das könnte ja an die Seite passen. Sag ich ja. Das eventuell. Nee. Dann oben. Ja, das geht ja dann relativ fix bisher. Aber wir sollten aufpassen. Das könnte tatsächlich. Jawohl. Okay. Tatsächlich, egal wo man was hinpackt, wenn es passt, passt. Anscheinend passt das da. Anscheinend, ich weiß es nicht. So, wir brauchen hier für was. Nope. Schon mal dich, okay. Auch nicht passend. Okay, da hätte ich aber wirklich gesagt, dass du hier oben Box. Oder? Jawoll. Kann ja jetzt nicht mehr so schwer sein, sondern nur ein paar Teile. Nee, das muss hier unten irgendwo hin. Fehlt uns noch ein Teil, ne? Wir haben erst... Es fehlt tatsächlich noch ein Teil, interessanterweise. Oder ist das irgendwo untergegangen? Kann jetzt sein, dass die auch hier drunter liegen? Nee. Anscheinend nicht. Ah, doch da. Okay. Das kann nur oben hinpassen. Und du auch. Okay, uns fehlt ein Teil tatsächlich. Das könnte hier ranpassen. Oder auch nicht. Das wird in diese Region hier einpassen. Wir gucken mal, dass wir erstmal hier oben das zusammenbekommen. Also ich bin kein Puzzle-Experte, nicht mal ansatzweise. Aber es ist ziemlich unscharf gerade, ne? Kann das sein? Also ich hätte jetzt ja erstmal die hellen Teile versucht, irgendwie hier unterzubringen. Aber scheint ja gar nicht so einfach zu sein, wie ich dachte. So, hier haben wir noch was Dunkles. So, auch hier.
Pardon. Da hast du auch schon wieder sowas Dunkles und was Helles. Ah, nee, passt aber auch nicht. Sehr viel schwerer als gedacht. Also ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Puzzle-Experte, nicht mal ansatzweise. Und damit, mit dem Bild kann ich auch nur bedingt was anfangen, muss ich ehrlich jetzt so sagen. Also ich hätte... Okay, wir gehen mal nur mit den Teilen hier. Packen wir mal die hellen nach da oben. Die nach da. Also ein bisschen sortiert haben. Ah, passt das vielleicht hier irgendwo doch rein? Nope. Nö. So. Wenn wir jetzt nur diese Blume hier nehmen. Ah, guck mal, da haben wir schon mal wieder was zusammengesetzt. Das ist irgendwas von hier drüben. Das sollten wir... Und dann kommt hier aber wieder was heller ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein kompliziertes ist. Ich hätte gesagt, das kommt jetzt irgendwo hier, dass das das hier ist. Dann müsste das ja so da sein, ne? Okay, das sitzt jetzt richtig. Oh Mann. So, die Rose kommt irgendwo hier in der Mitte hin. Ja, ist nur die Frage, wie genau? So. Oder was ist denn das überhaupt? Das ist ja keine Rose. Das ist ja... Ich finde es gerade absolut schwer, muss ich persönlich so sagen. Das ist verzogen. Das muss irgendwo hier oben hinkommen, aber wo? Hätte auch gesagt, irgendwie hier so. Das sitzt ja da. Ah, guck mal, hier haben wir noch das Teil. So, guck mal eine an. Da haben wir ja schon mal wieder noch eins. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch irgendwie... Ah. Das wird irgendwo hier reinpassen. Irgendwo hier so hin, ne? Oder? Ja, doch. Ich glaube, dazwischen kommt nicht mehr viel. Ha, und da passt du nicht hin. Es kann natürlich sein, dass wir die... Warte mal, vielleicht können wir die ja drehen. Dass die hier irgendwie reinpasst. Nee. Doch da, oder? Nee.
Hm. Dann packen wir dich so hin. Das passt so ja auch noch. Okay. Nee, das Teil passt da nicht rein. Auch nicht. Hm. Okay, das könnte irgendwo hier oben passen. Oder auch nicht. Nee. Nö. Ui. Okay. Wo könntest du hier passen? Vielleicht auch nicht. Nee. So, haben wir das auch schon mal. Sehr schön. Sehr hell. Wird also irgendwo hier drüben sein. Und die sind nach da, also so rum, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Deswegen lassen wir dich mal da so. Perfekt. So, und du sagst, du kannst dich auch irgendwo ranschließen, aber das geht doch da gar nicht. Hier? Oh, daran. Ah. Also, wenn eins wackelt, ist es bereit, irgendwo angelegt zu werden. Das ist gut zu wissen. Es ist dunkel. Da haben wir was Dunkles. Das hier wackelt jetzt gerade. Warum wackelst du? Also ich hätte jetzt gesagt, das kommt hier irgendwo noch mit rein. Perfekt. Ah. Entschuldigung. Irgendwie ist heute mein Hals so trocken. Ich weiß nicht warum. Hm. Das muss auch hier oben irgendwo reinkommen. Dann hätten wir dich noch. Wobei ich fast glaube... Ah, okay. Warten wir mal ab. So, dann haben wir hier noch eins. Okay. Da war was Dunkles haben, hätte ich gesagt, hier. Aber das passt nicht. Doch hier, oder? Nee, auch nicht. Da, perfekt. So. Ja, wenn man den Anfang einmal richtig, einmal hat, würde ich, ja, dann kommt man nach und nach voran. Wie wir sehen, kommen wir jetzt Stück für Stück voran. Und teilweise sieht man sogar schon, wo es hingeht. Ah, manchmal natürlich auch nicht. Obwohl ich schon vermutet hätte, dass du hier unten irgendwo reinkommst. Hm. Ah, guck mal, da ist so eine Spitze. Die könnte also hier rein. So. Brauche etwas mit ein... Hm. Ja. Das könnte hier passen. So. Du musst doch hier oben rein, oder? Ja, sag ich ja. Hm. Wo
könntest du rein? Da nicht. Muss also irgendwo hier doch Platz finden. Da, perfekt. So, jetzt. Ich glaube, dass wir hier. Na? Nee, das. Doch, oder? Nee. Ich würde es aber nicht sagen, da, oder? Okay. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell, also wie langsam an sich das Ende ist, wie langsam der Anfang ist und wie schnell dann das Ende ist. Okay, wir kriegen also pro, das ist natürlich, okay, interessant. Wir haben jetzt 60 Punkte verdient, weil wir ein 60er-Puzzle Puzzle gemacht haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt als Beispiel, das ist ja komplett, jetzt könnten wir das noch als 200er, 400er oder 800er machen. Was bedeuten würde, wir kriegen pro Puzzle dann, also erstmal 60 Punkte oder eben 800 auch. Das geht dann aber 800 dauert halt, ne? Ich glaube, also... ist es was für Puzzlefreunde? Ich glaube, für richtige, echte Puzzlefreunde ist es nichts. Hätte ich jetzt gesagt, weil ich glaube, die wollen wirklich die Steine in der Hand spüren und suchen. Für mich ist es auch nichts, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich auch lieber ein echtes Puzzle in der Hand. Aber grundsätzlich finde ich, ist das... kann man das machen, auf jeden Fall. Also... wer wirklich Bock hat, sich hinzusetzen und zu puzzeln, Punkte zu verdienen, kann, ne? Man hat ja hier doch einiges zur Auswahl, auch wenn natürlich massiv viel noch im DLC ist, aber ey, was soll's. Dafür hat man hier wirklich, wie gesagt, jedes Puzzle kann man viermal sozusagen machen, bis es fertig ist. Also, dass man alle Schwierigkeitsstufen hat. Damit ist das 1, 2, 3, 4, was haben wir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Gehen wir mal von 28 mal 5 aus, dann sind wir bei über 100 Puzzles, die man viermal machen kann. Also über 400, das ist okay. Und das für ein also man muss ja auch sagen, ne, das ist kostenlos. Wie gesagt, für mich ist es nichts. Vielleicht habe ich mir auch einfach nur ein zu kompliziertes rausgesucht, weil ich kann mir vorstellen, dass das viel, viel einfacher ist. Zum einen mit 60 Puzzlen auf jeden Fall viel, viel einfacher. Wird halt dann auch schwer hier mit 800 Puzzlen, aber okay. Gut. Würde sagen, wir machen dann hier auch Feierabend, ne? Wenn er Bock habt, schaut rein. Meins ist es nicht. Die Grundidee finde ich klasse und spricht mit Sicherheit den einen oder anderen an. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelüüü!